Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier in Kythera, in der Stadt Kythera, denke ich mal. Ja, müsste sein, weil hier ist das Kythera Gästehaus. Wir holen uns erstmal diesen Aussichtspunkt hier. Gucken uns mal die schöne Gegend hier an, obwohl die relativ karg und trist aussieht. Wir haben mehrere Quests angenommen. Also wir haben erstmal irgendeine Priesterin gerettet, die fegeln möchte, und dann haben wir dadurch mehrere Quests angenommen, aber wir haben noch mehr Quests auf der Karte, glaube ich, oder? Ja, leider. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal diesen ganzen Ort hier schön an. Und mal gucken, was wir noch alles für schöne Rätsel finden. Die Hunde sind hier schon ein bisschen verrückt und springen ein bisschen viel rum. Aber gut, wenn die das wollen, können sie es gerne tun. Was bist du hier? Haus des Anführers, cool. Können wir gerne alles töten, denn das sind ja Athena und wir wollen nicht mit Athena hantieren. Okay, ist alles voller Mist, was mich eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, aber da haben wir schon mal angeguckt. Du bist tot und weg. Du bist tot. Und du bist auch tot. Ah, das war ein Mord, oder? Ne, nicht mal. Cool. Kriegsverräte verbrennen. Das kann sein, dass hier noch einer drin ist, aber eigentlich habe ich hier einfach. Also eigentlich habe ich hier durchgeguckt, aber man weiß ja nie. Ich wollte den Eroberungszug der Athena stoppen. Das stimmt. Dann haben wir noch einen Ort hier vorne. Ich dachte eigentlich, dass das hier ist das Haus anführt. Kann ich die einfach jetzt schon direkt töten? Weil der ist ja hier oben. Obwohl, das könnte die Hohepriesterin sein. Also was spricht dagegen, jetzt einfach zu töten? Ach, das ist der Münzkapitän, nicht die Münzkapitänin. Au. Und Bunk ins Horny Jail. Das war relativ lustig, muss ich gestehen. Ach nö. Schon wieder hier Kopfgeldscheiß. Okay, da unten ist Militärlager. Da haben wir gerade einen reingejietet. Oder? Ne, wir haben es in eine andere Richtung gejietet. Ich könnte ihn auch looten, aber da habe ich jetzt nicht so Lust zu. Wir dürfen nur nicht den Ort verlassen, meine ich. Weil, Arcadia habe ich es einfach durchgezogen, einfach das komplett am Stück zu machen. Was nicht so cool war, wenn ich ehrlich bin. Weil das schon echt lange gedauert hat. Und heute will ich auch nicht so lange aufnehmen. Also schon noch lange, aber vielleicht nicht ganz so lange. Sieht das denn jemand, wenn ich den hier ausschalte? Wahrscheinlich nicht, oder? Es ist angreifbar, ja, sehe ich auch so. Aber machen wir natürlich erst, wenn wir fertig sind. Weil ansonsten muss ich wieder eine Verteidigungsschlacht machen. Also kann ich so einfach mir sparen und einfach alles erst erobern, nachdem. Ja, also kann ich es erobern, nachdem dann alles fertig ist, weil dann muss ich nur eine Eroberungsschlacht machen und keine Verteidigungsschlacht mehr. Hallo? Du bist tot? Natürlich den großen hier, tötet die beiden kleinen da vorne. Ach, natürlich dreht er sich genau in der Sekunde um. Also, das heißt in der Sekunde. Auf jeden Fall dreht er sich ja gerade um, wenn ich da hingehe. So dass ich nicht mehr ausweichen kann. So. Ich hoffe, die anderen bekommen es nicht mit. Und zum Glück nicht. Muss man noch was anderes machen?
Ein Schatzblitter. Okay, der ist da oben. Hier ist nicht mal ein Hauptmann. Das ist hier relativ nutzlos, der Ort. Ach, wieso müsst ihr immer abhauen, wenn ich die gerade töten will? Ich fand auch gut, dass der, ja, das Staatsoberhaupt da einfach an diesem Schrein stand mit seinen vier Leuten, weil das war halt keine Gefahr, also die konnte ich halt relativ leicht alle ausschalten. Ich habe nicht damit gerechnet, Schatz war, wo? War doch hier, ach so, hier vorne. Ich wollte gerade schon sagen, warum ist es nicht fertig? Und dann so, ja stimmt, Schatz war ja noch, muss ich gucken, wer es ist. Und dann haben wir das gemacht. Dann, ich würde sagen, bevor ich jetzt da gehe, ich denke erstmal, hier wird ein Viech sein. Gehe ich nochmal nach hier vorne. Ich traue mir nicht, diese Insel zu machen, weil da könntest du das Spiel dann denken, yo, du hast ja den Start verlassen, ich setze mal alles zurück. Viel Spaß dann alles neu machen. Und da sehe ich mich nicht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal diesen unteren Part hier an, denn ich wollte ja eigentlich die Stadt machen, aber wir sind jetzt hier näher dran einfach. Erobern könnte schon, ich weiß, aber nein. Die müssen noch ein bisschen gedulden, bis ich ihnen die Köpfe einschlage. Okay, das hat mir irgendwie anders vorgestellt. Okay, ich nehme mal wieder das Schwertchen, weil damit kann ich irgendwie große Masse treffen. So zwei zum Beispiel hier. Das kann ich mit dem Kolben, also mit dem dicken Streitkörper irgendwie nicht so richtig. Ich dachte mit dem großen Angriff. Meine Fresse, nerven die mich gerade. Okay, dass du nicht getroffen wurde, ist auch ein Wunder. Nochmal. Ja, ganz ehrlich, das mit den Vieren, also diesen zu treffen, ist einfach scheiße. Das funktioniert aber nicht gut. Ist hier nicht mal ein. Hier ist nicht mal ein Ding, also das ist wirklich eine Höhle. Ich dachte, das wäre jetzt ein. Kirschen nicht ohne Grund. Da muss etwas in der Höhle sein. Ja, moin, Meister. Ja, ich komme gleich. Beruhig dich, Freund. Bisschen Drachmann hier sammeln ist beides wichtiger als sich zu retten. Ist eine Menge Blut. Ich wusste, dass du kein Lux bist. Ich hörte dich kommen. Zwei Füße. Luchse haben vier. Du bist ernsthaft verletzt? Diese Luchse, ja, die sind etwas wilder als die Barsche, die ich sonst fange. Könntest du einem Waldmann zurück zu seiner Frau helfen? Ja. Mal sehen, was ich tun kann. In Göttern sei Dank. Sie ist im Hafen von Skandea. Okay. Erzähl mir von deiner Frau. Sie ist der wahre Lux. Sag ihr bitte nichts davon. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Wenn ich dich nach Hause bringe, was bekomme ich dafür? Meinen Bogen. Er ist mein ganzer Stolz. Ich habe fast alles verkauft, um ihn zu bezahlen. Das könnte immer noch wertlos sein, weil... Wenn du sonst nur Barsche fängst, wieso dachtest du, du könntest das mit Luxen aufnehmen? Du kennst die Wolfsbarsche von Kythera nicht, oder? Selbst Luxe rühren die nicht an. Aber wenn du dich für eine so tolle Jägerin hältst... Im Süden lebt ein monströses Tier. Ich wollte es selbst jagen, wenn ich den Bogen eingeschossen habe. Ein monströses Tier, hä? Das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ja, wird gelegt, würde ich sagen. Ja, bring mir nicht zurück. Du hast viel Blut verloren. Wenn du es noch bis nach Hause schaffen willst, müssen wir jetzt gehen. Bitte, ich... Ich glaube, ich verblute. Idiotenjagd. Ah, okay. Das ist die Quest, die mir das Spiel schon gesagt hat, dass die machen kann. Und ich hab's ja schon vorab angenommen. Ist eine Menge Blut. Hilfe! Ich kann dich hören. Bitte, ich... Ich glaube, ich verblute. Ja, Schnauze. Bitte, bring mich zurück zu meiner Frau. Ja, meine Frisse, Junge. Ich beeil mich doch schon. Ich glaube, es war gerade ein bisschen buggy mit dem Dialog, das immer wieder abgespielt wurde. Ich glaube nicht, dass das Ziel von dem Spiel mich so zu nerven. Obwohl, es kann natürlich auch sein. So, du bist irgendeine Person... Ich glaube, der Partner von Diona. Ja, ich glaube. Aufheben. Sprich mit der Frau. Und du musst seine Frau sein. Die Frau eines Idioten, fürchte ich. Hat dir dein Idiot gefehlt?
Mein Liebster, du lebst! Und gibt es heute Luchs zum Abendessen? Red nie wieder von Luchsen. Ihr seid ein schönes Paar. Schön, euch beide vereint zu sehen. Wunderbar. Ich lasse euch zwei dann mal Kehre. Wo Bogen? Ja, Todesmalbogen. Direkt mit einem roten Feuer. Wir haben richtig Bock, das zu machen. So, dann würde ich sagen, erstmal das hier. Vor allem hier ist auch noch eine Bootskampf. Also war mir ja relativ klar, aber hat hier halt gar keine Lust zu. Na, Quest anzeigen. Ja, verfolgen wir mal. Warum auch immer der Teil dahinter. Also bei Skandea Hafen, da drüber ist halt irgendwie Gold noch über dem Gelb. Warum auch immer das nur da angezeigt ist. Hier passen die Wachen gut auf. Na, hier passen die Wachen richtig gut auf, ich merke schon. Kleinen Nickbruch erlitten. Warum folgt der Hund mir? Verpiss dich! Du bist ein feiner Dog, aber was willst du von mir? Nicht, dass ich das schon außerdem mal töte. Hundi, lass das doch. Was haben wir noch? Wir haben hier noch einen Ort. Ich find's gut, dass ich einen Quest einfach so da schon anfangen konnte. Da ich mir gespart, einmal in die Stadt zu laufen und dann wieder zurück. Ich denke, was wird ein Hafen sein, also Militärbasis. Ah, schon wieder so viel zu tun. Verpiss dich, Doggo. Da unten ist eine Kiste. Erst muss ich sagen, töte ich den Typen hier. Na, zu Hund. Warum bellt er die ganze Zeit? 6 normale Pfeile. Stimmt, die verbrauche ich ja beim Feuerpfeilschießen. Schwergewicht? Was solltest du denn schon wieder für einer? Ja, wenn ich mit denen fertig bin, gibt's keinen Wachen mehr, Freund. So, können wir hier irgendwie reinsliden? Nein, schade. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Du bist der Typ mit den Kopfgeldern, oder? Ich glaube ja. Also wir haben da gleich noch Schätze zum Verbrennen. Ich glaube einen Befehlshaber, ne, zwei Befehlshaber. Ich dachte einer wäre vielleicht ein Hauptmann. Gibt's das überhaupt? Ich glaube nicht. Befehlshaber ist glaube ich das höchste. Unter Polemarch. Also Hauptmänner gibt es wahrscheinlich auch, aber nicht so richtig. Aber ich habe nichts getan. Und was seid ihr für Schwergewichter? So, hier ist ein Kran, okay. Cool. Ich hoffe mal, den kann ich einfach mit einem starken Attentat ausschalten. Ja, dürfte klappen. Jetzt haben wir eins von jedem. Der zweite Schatz ist auch da hinten drin. Dann schalte ich dich hier aus. Ob ich die einfach so befreien kann, ohne dass ich die Quest angenommen habe? Also sonst funktioniert sie anscheinend schon. Aber wirkt irgendwie so komisch.
Und du bist tot. Haben wir den Ort auch abgeschlossen? Perfekt. Lass mich in Ruhe, Hund. Was bist du? Ich bin dir ewig zu Dank verpflichtet. Okay. Warte mal, was? Auf der Karte? Ja, schön, aber... ich dachte auch gerade so, mit Ikos kann ich das auch besser machen, anstatt mit der Karte. Da vorne ist er. Alle Kettgespräche, wahrscheinlich ist das die Aufgabe für den Hafenmeister? Also, was für den Hafenmeister? Für den Typ, mit dem wir reden sollten, sowieso? Ja, kein Problem, Freund. Also, ist ganz komisch, dass man die Köste einfach so... Also, es kommt einem so ungewohnt vor, dass man das alles schon vorab machen kann. Ich versuche es gar nicht. Geh zum Hafenmeister zurück. Hier war doch der Hafenmeister. Okay, kann ich stehlen? Warum habe ich das gedrückt halten müssen? Das musste ich sonst nie. Keine Ahnung. Okay, das ist der Typ, mit dem wir gerade sowieso sprechen sollten. Dann würde ich sagen, reisen wir mal dahin. Wir können auch gucken, welches Level der Typ da vorne ist. Warte mal. Ne, so. Du bist auf welchem Rang? Rang 5. Okay, wir sind auf Rang 4, aber am Ende. Das heißt, wir sind bald bei Rang 3. Also die Quest könnte ich schon fertig. Vielleicht machen wir auch die Quest fertig, dann habe ich es wahrscheinlich hinter mir. Ich fand gut, dass ich hier schon wieder einen Kultisten-Chef getötet habe. Von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Also irgendwie ist das komisch. Also man kann halt gefühlt das ganze Spiel abschließen, bevor es überhaupt startet. So in etwa. Ich nehme an, du bist der Hafenmeister? Ich sagte doch, ich bezahle, wenn ich bezahlt wurde. Diona schickt mich. Sie sagte, du brauchst Hilfe. Diona? Halt. Wer bist du? Ich gehe ihr nur zur Hand. Sie hat Informationen, die ich brauche. Nein. Ich wette, du willst sie mehr als diese Informationen, oder? Sag mir einfach, was ich tun soll. Und du glaubst, du kannst es besser als ich? Also, wenn du so fragst, ja. Schön. Du willst Diona etwas beweisen, hä? Das Militär macht eine ganze Menge Ärger in letzter Zeit. Sie halten ein paar Söldner, an denen Diona interessiert ist, in dem befestigten Lagerhaus fest. Du sollst sie befreien. Das kann ich tun. Aber es wird nicht ganz billig. Wenn du lebend zurückkommst, werde ich dir die Taschen mit Drachmen ausstopfen. Da bin ich. Abgemacht. Doch zuerst habe ich ein paar Fragen. Warum soll ich die Gefangenen befreien? Gefangenenbefreiung klingt nach Verrat. Warum sollte sie das tun? In ihrer Paranoia hat die Hohepriesterin angeordnet, alle Verdächtigen einzusperren. Auch diese Söldner, die sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben. Söldner kümmern sich selten um ihre eigenen Angelegenheiten. Trotzdem, Diona will sie im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen. Und lass mich raten, sie kann nur jenen vertrauen, die sich mit Drachmen kaufen lassen? Ganz genau. Aber mir vertraut sie auch. Was bedeutet dir Diona? Bedeutet dir Diona irgendwas? Ich bin ihr Liebhaber. Und ich werde ihr helfen, ihre Feinde loszuwerden. Das versprach ich ihr im Gegenzug für... Warum erzähle ich dir überhaupt davon? Warum nicht? Ist mir egal, für was du deine Beziehung zu ihr hältst. Sie benutzt dich nur. Ich bin ihre wahre Liebe. Genau. Rede dir das ruhig weiter ein. Beschreib mir Söldner. Beschreibe mir diese Söldner. Riesige Fleischberge. Die Art, die man für seine Drecksarbeit anheuert. Kommt mir bekannt vor. Ich habe schon ein paar gerettet. Mehr Muskeln als Hirn und kein Haar auf dem Kopf. Sie waren zu dritt. Hast du sie alle gerettet? Ja, alle drei in ihrer glatzköpfigen Pracht. Du bist nützlicher, als du aussiehst. Das Schwert klappt durch unseren Arm. In dem Fall musst du noch eine Sache für Diona tun. Ein Mann muss sterben. Okay. In ganz Ohr. Dionas Feinde haben Truppen auf dem Kytra-Atoll. Sie wollen es als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Kythera nutzen. Du sollst dieses Ungeziefer vernichten. Okay. Ich soll allein auf eine Insel, auf der es von Feinden wimmelt? Also, das ist nicht schwer, aber... Oh, ist diese Aufgabe zu schwer für Dionas neuen Liebling? Pass auf, was du sagst.
Genug sinnloses Gerede. Du sollst den dortigen Schiffsführer ausschalten. Dann sollten sich seine Männer zerstreuen. Kriege ich hin, aber lass mal erst am Ende. Töte sie trotzdem alle. Kannst du das tun? Ja. So gut wie erledigt. Was kannst du mir sonst noch sagen? Was gibt's da noch zu sagen? Töte den Mann! Wo versteckst du den Schiffsführer? Weißt du, wo ich den Schiffsführer finden kann? Die Ratte sollte irgendwo beim Schiffswrack vor der Nordküste des Kytra-Atolls sein. Ich habe gemeinsam mit einem kleinen Trupp sein Schiff losgemacht. Aber wir konnten es nicht zu Ende bringen. Er und seine Männer werden auf der Hut sein. Wie komme ich zum weißt Kytra-Atoll? Weißt du, wie ich am schnellsten zum Kytra-Atoll komme? Segle von der Südspitze Kyteras nach Süden. Bis also du die 2 Meter? Ja, was kannst du mir kurz sagen? Sag mir, was du über den Kult weißt. Welcher Kult? Ist der Schiffsführer kein Kultist? Meinetwegen könnte er auch ein Halbgott sein. Diona sagt, er will sie vernichten, weil sie ihn abwies. Und dass wir erst dann zusammen sein können, wenn ich ihn aus dem Weg räume. Bist du nicht aus demselben Grund hier? Um sie zu gewinnen. Ist mir echt egal, ich schaff's mit der Bonus. Ich bin hier, um den Kult des Kosmos zu zerschlagen. Ich habe weder Zeit noch Interesse an der Priesterin. Interesse schon. Wem willst du mit diesem Kult was vormachen? Niemand widersteht. Jonas Charme. Was für ein Charme? Du gehörst ja von jedem ran. Würde sich je so nennen. Beschissener Kult des Kosmos. Wahrscheinlich bist du einer davon, oder? Du meinst? Okay, ich weiß genau. Mehr muss ich nicht wissen. Wir schicken dir einen Bergdrachmen zu deinem Schiff, wenn es erledigt ist. Danke. Sehr gut. Geh. Verschwinde von hier und rede ja nicht nochmal mit Diona. Was wenn doch? Sonst was? Sonst... geh einfach! Okay, er ist anscheinend keiner von den Kultisten, weil ich ihn nicht töten kann. Also ich habe nicht den Attentat-Prompt bekommen. Ich würde sagen, also hier ist das anscheinend drauf. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part die Punkte hier, gehen dann über die Stadt nach oben, machen den restlichen Quatsch hier. Okay, das habe ich auch schon gemacht. Und dann erober ich das erstmal offscreen und dann gucken wir uns das Kytera-Atoll an. Aber erstmal würde ich sagen, ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.